eines Kekson. Ich hoffe es. Das Biest kaufe ich dir. Tja. Yikes. Ich mache halt viel zu wenig Schaden auf die Art und Weise. Aber wir überleben ein bisschen länger. Der Machtstoß übrigens, falls sich jemand fragt, was ich da gerade gemacht habe. Krug Trockenfleisch Heiltrank. Das war's auf dem Turm. Das war mager. Jetzt weiß ich wieder, warum wir so selten hier waren. Das waren die vergifteten Ruinen. Schutzmaske, Stims. Antitoxin, genau. Ich warte hier. Alter! Wir haben ein Antitoxin und die Maske. Mein Gegengiftwert muss gerade Richtung Himmel gehen. Sehe ich den Wert irgendwo näher, oder? Nee. Und trotzdem verlieren wir so schnell Leben. Wobei es geht eigentlich, wir haben schon mal schneller Leben verloren, ne? Das war dumm, das war falsch schon. Das probieren wir gleich nochmal. Weil da haben wir echt gutes Zeug gesehen gerade.
Allerdings möchte ich das diesmal etwas anders machen. Und zwar werde ich diesmal von der anderen Seite reingehen. Weil wir jetzt genau wissen, wo das Zeug liegt. Ich habe natürlich die Heiltränke nicht rausgelegt. Warum auch? Wo haben wir eigentlich so viel Energie verbraucht? Ups. Ich warte hier. So nicht. Daraus wird nichts. Ach so, ich habe gerade mein Maximum an Stims. Verdammt. Verdammt. Gibt es echt eine Stelle, wo die frei von Gift ist? Wow. Was kannst du denn? Stärke und Kampf plus 5 EJ. Ach, die blaue Leiste gibt als Dingens meiner. Feuerhammer 2, was kannst du denn? Also im ersten Moment mir erstmal Kopfschmerzen bereiten, aber 6 Konstitution und noch 40 Stärke. Die blaue Leiste gibt an, wie viele Stims ich reinstecken kann in mich noch. Aber den hatten wir garantiert noch nie gesehen, von daher. Aber gut, nichts voraus hier. Wir sollten alles haben da drinnen, denke ich. Zumindest denke ich nicht, dass da noch irgendwas versteckt ist. Mit dem Turm noch kurz an. Ich so ein bisschen Trockenfleisch. Kleiner Mana-Trank, okay? Gut. Das sieht doch schon sehr gut aus soweit. Was seid ihr denn? Quatschen fehlt mir die Zeit. Okay. Wenn die Viecher nicht wären, eigentlich ganz nett hier. Ich glaube, das wird auch gleich wieder unser Problem werden. Die Viecher auf der Insel. Wie gesagt, wir müssen dem Slugbeast unter allen Umständen ausweichen. So viel zu dem Thema.
Ignis Artifacts. Das ist es. Deswegen bin ich eigentlich hier. 44 Stärke, 65 Geschicklichkeit. Das macht's alles nicht besser. Wollen die anderen Heilpflanzen dieses Mal ja gar nicht haben. Wir sind sowieso keine Berserker. Wir haben, was wir wollten, und wir wollen dem Slugbeast nicht in die Hände fallen. Da befällt mir ein. Genau das. Mehr Gold, noch ein Kelch, noch Energiespeicher. Das ist auch eine Frage, die mich schon ein bisschen quält. Warum liegen im Berserker-Gebiet so viele Energiespeicher? Sind das so viele Kerdecke verändert, oder? Haben wir jemals die letzte ausgewachsene Heilwurzel gefunden, weil die hier so weit drüben ist? Ich glaube nicht, ne? Das ist der Pfad zur Wüste von Tavar aus dem Hinterausgang des Hotels. Das Hotel in Goliath könnten wir auch zur Not noch looten. Oh Mann. Muss nicht unbedingt sein, aber da werden wenigstens keine Gegner. Aber das Skala von 1 bis tot, wie 10 werden wir sein? Ich denke, die Antwort wird ein klares, deutliches Ja sein. Spätestens bei Drains Gras beißt, werden wir hier ein echtes Problem haben. Schildstoß ist zwar stark, weil er die Gegner umwirft, aber macht er kaum Schaden. Und ja, ich weiß, Schaden ist nicht alles, aber in dem Fall doch sehr hilfreich. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Ich verlasse mich gerade viel zu sehr auf die Alpzauber, als es mir lieb ist. So ungern ich das auch zugebe. Ich glaube, wenn wir da das Stückchen noch rausgegangen sind und nicht verreckt sind, dann wird es Zeit, mal wieder Zahltag zu machen in den Tabar. Ich glaube, das war auch das Ende der Karte, ne? Ja. Das ist auch die Fabrikinsel. Siehst du, da waren wir auch schon lange nicht mehr.
Ich denke nicht, dass wir uns da großartig was holen können, aber ich würde mal gerne sehen, ob die Kleriker noch da sind oder nicht. Ist halt die Frage, hat es Sinn, einen Aufstand gegen die Legaten anzuzetteln? Wo haben wir 700 Splitter her? Wisst ihr was? Ich deklariere das erstmal als Experiment. Warum eigentlich nicht? Nein. Gut, es hat keinen Sinn. Der Müllbaron wird uns allen den Arsch aufreißen. Ja. Ich kann wieder klar denken. Endlich. Wir dienen Kalan. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich finde es ein bisschen weird, dass ich die Typen eigentlich von ihrem Bann befreit habe. Die Kleriker geschlagen, die Legaten aber immer noch dastehen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, ob ich in die Fabrikinsel rein will oder nicht. Ich tendiere mal eher dazu, dass ich da nicht rein will eigentlich, aber... Arbeitsberichte, Förderungslisten... Was war das? Ich sollte mich beeilen, etwas zu finden. Ripper. Ich bin raus. Danke. Sie nannten das eine Mine. Eine Mine. Ich habe eine witzige Idee. Gerade wissen wir, dass es öfter solche Lager gibt. Gute Arbeit, Jungs. Vielen Dank.